wieder im Gluthügelbergwerk, wo wir schon einmal waren. Und da werden wir auch das nicht das letzte Mal sein, glaube ich. Ich wollte jetzt gerade nochmal was gucken. Ich wollte nochmal zurückgehen, um mir das eine Stückchen Stoff dazu holen. Ja. Dich nehme ich mit. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wahnsinn, ich habe ganz vergessen, dass ich ja auch die Klamotten... Haben sie sich jetzt abgenutzt oder habe ich die einfach nicht weiter repariert? Ich bin mir gerade eher unschlüssig, muss ich sagen. Ich möchte hier keine, und so, keine Gerüchte verstreuen, die nicht richtig sind. Gerüchte sind ja nie richtig, davon mal abgesehen. Die sind nicht richtig und nicht falsch, die sind Schrödingers Katze-Gerüchte. So, na, ich... Draußen 3 Stunden Tageslicht. Hm, schafft man das noch runter? Schaffen wir das noch runter? Ey, guck mal, wie draußen so die Lage ist. Mal schauen. Ja, die Lage ist absolut okay. Nehme ich so. Wie diese Dinger hier knarren. Dieses Knarrholzgeräusch. Voll gut. Und außerdem haben wir hier auf dem Weg immer diese Container, diese blauen, also... Keine Angst, wenn der Bär kommt hier. Ja, stimmt, hier ist ja ein Bär. Hier ist ja ein Bär. Oh Gott, nein, ich hab's verdrängt. Beim letzten Mal wurden wir von einem Bär angegriffen. Ich glaube, der Container, der dann kommt, den sollten wir unbedingt nehmen. Weil wir haben Hunger, Durst und wir sind auch schläfrig. Und sollte uns der Bär angreifen, brauchen wir alles, was wir haben an Kraft. Genau, den da hinten meine ich. Und so eilig habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich lasse mich hier ja nicht treiben. Warum auch? Gibt ja keinen Grund. Fand ich auch schön. Übrigens, im letzten Part habe ich ja über dieses Kommentar geredet, was bei Life is Strange stand. Und ich fand auch schön, dass derjenige geschrieben hat, dass ich das so spiele, wie er das spielt. Ruhig und langsam. Und das fand ich ganz schön, weil manchmal macht man sich doch einen Kopf darüber, wie man... wie so die Spielweise von einem selbst ist. Und ich weiß, dass meine Spielweise, die ist nicht schnell, um Gottes Willen. Ich lasse mir halt... Hier waren wir aber schon mal drinnen, ne? Das sieht gerade einfach nur super krass aus mit den Lichtstrahlen. Ich lasse mir halt Zeit und lasse mich halt nicht hetzen. Außer von mir selbst natürlich. Ja, von daher, das fand ich ganz schön. Da sind... Oh, ey, wisst ihr, ich nehme mal die Handschuhe, weil... Wir haben Handschuhe, okay. Weil dann kann ich die zerlegen. Und solange es noch hell ist, nämlich 2 Stunden lang, werden wir unsere Sachen ein wenig weiter reparieren. Weil ihr wisst ja, wir brauchen dafür ja unbedingt Helligkeit. Na, jetzt macht doch mal hier, bitte. Ja. Sehr schön. Hätten wir die auf 100%. Was ist denn... Unser Parker ist sehr wichtig. Der braucht auch 3 Stoff. Hier liegt da nicht irgendwo ein Kissen rum, was der kaputt machen kann. Ah, ich meine, der ist auch gut, der Parker. Der kann schon mal ein bisschen, der Peter Parker, der kann ein bisschen Stoff vertragen. Ich mach mal einfach mit der Mütze weiter. Können wir nicht reparieren, weil wir keinen Stoff haben. Natürlich. Hier, das Kissen. 2x Stoff. 9 Minuten auseinandernehmen. So, wie viel Stoff kam jetzt? 2x. Gut. Dann kann ich doch bestimmt noch die Mütze reparieren. Ich weiß, das hätten wir irgendwo machen können, aber das nächste Gebiet, wo wir 3 Tage verbringen werden, ist erst wieder am Rätselsee und es dauert. Bis dahin hätte ich gerne meine Klamotten in ein wenig besserem Zustand. Überhaupt sollte man immer Klamotten in einem guten Zustand tragen. Nicht so wie ich in meiner Jugend, wo die Strumpfhose nicht kaputter sein konnte und auch der Pullover, wenn der mal Löcher hatte, gar kein Problem. Also am liebsten hatte ich mein Pullover vorne Löcher drinnen mir reingeschnitten, um meinen Daumen durchzustecken. Und dann hatte man wie, dann ist der Pullover halt bis hier vorne gegangen. War super. Fand ich immer ganz toll. So als Grufti war das ein Traum. Ja. Kann ich noch irgendwas?
Den Schal haben wir jetzt überhaupt noch? Wir haben gar keinen Stoff mehr. Ist hier irgendwo noch ein Kissen? Das ist noch ein Kissen. Dann müssen wir unbedingt schlafen. Wir sind etwas müde. Und draußen scheint auf einmal die Sonne. Also im Real Life. Und es ist immer ein bisschen blöd. Weil die dann so ein bisschen auf meinen Bildschirm scheint. So, gut. Klasse. Dann essen wir doch mal etwas. Wie zum Beispiel... Erstmal trinken. Ich bräuchte wieder ein paar Dosen, muss ich sagen. Wir haben eindeutig zu wenig Trinken. Wir müssen noch ein Haus abklappern und da bei der Toilette das mitnehmen. Also das Toilettenwasser. Ihr versteht. So, und dann jetzt erstmal... Zum Glück sind hier Betten. Erstmal schlafen. Ah, die Anna. Die kann sich jetzt ausruhen. Zwischendurch mal aufstehen. Um festzustellen, dass alles okay ist und nochmal 3 Stunden zu schlafen. Aber in so einem Container würde ich mich eigentlich auch gut sicher fühlen. Ich warte 3 Stunden und wenn, dann schlafe ich nochmal 2 Stunden. Genau, noch 1 Stunde Dunkelheit. Und dann schlafe ich nochmal 2 Stunden. Und dann können wir uns wieder auf den Weg nach unten machen. Und da kommen ja auch, glaube ich, gleich die Häuser. Ich glaube, wir kommen da gleich bei der Tankstelle raus, ne? Obwohl, hier gibt es eigentlich so viele Wege, die man irgendwie laufen kann, habe ich das Gefühl. Erstmal die da. Hochwertige Pfirsiche. Weil, genau, das wollte ich erreichen. Die sind sehr, sehr gut, die Pfirsiche. Muss ich ja mal sagen. Die ist leer. War hier irgendwas, was wir mitnehmen könnten, was wir nicht mitgenommen haben? Essen oder so? Ich glaube nicht. Dann verlassen wir den Wohnwagen. Oh, wie schön. Gut, dann laufe ich mal. Eigentlich, genau, man könnte ja da unten, aber wie ich genau direkt da runterkomme, ist mir ein Rätsel. Oh Gott, ich hoffe, wir treffen den Bär nicht. Ich will nicht den Bär treffen. Ich kann da auch nicht einfach hier den Berg so runter mal querfeld einlaufen. Oder? Oh Gott, macht euch drauf gefasst, dass wir jetzt uns was brechen werden. Weil wir hier nicht lang sollten. Und das Wetter war gefühlt für 3 Sekunden total geil und jetzt auf einmal nicht mehr. Ich hab das Gefühl, wenn das Spiel nicht will, dass man da irgendwie lang geht, dann bricht man sich immer irgendwas. Deswegen schleiche ich hier gerade runter. Ich hab das Gefühl, das hilft ein bisschen. Aber dann sind wir gleich unten, wenn ihr versteht. Jetzt sieht es gut aus. Ja, sieht sehr gut aus bis jetzt, muss ich sagen. Also wenn sich jetzt noch was bricht, dann weiß ich auch nicht. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt muss ich hier nur aufpassen, dass hier kein Bär ist. Habe ich immer Angst. Bei diesen Fischerhütten, dass da der Bär ist. Sind so auf die Fischerhütten? Stand da schon immer ein blauer Container? Waren wir hier schon mal? Fragen über Fragen? Waren wir in diesem blauen Container da drinnen? Ich bin verwirrt. Rundholzsortierung? Also hier waren wir auf jeden Fall schon.
kann mich erinnern, aber... Ich geh mal... Warum ist denn das Wetter so kacke? Blödes Wetter. Kurz hier rein nur. Nein, wie hier war... Tatsächlich. Neuer Ort. Nämlich diesen Container. Wusste ich doch, dass mir das nichts sagt. Warum waren wir denn nicht hier drinne? Seltsam. Ich weiß es nicht. Brause. Ja, ja, ja. Nee, ist kacke. Noch mehr Brause. Hier ist jetzt schon wieder etwas dunkler drin. Woran liegt das wohl? Vielleicht an dem schlechten Wetter draußen? Was? Nee. Was ist denn hier los? Ich will die Lampe anmachen. Oh, Sardinen. Naja, Gucken wir nochmal hier kurz durch. Scheint da auch wirklich nichts weiter zu sein. Gut. Würde ich sagen, geht's gleich mal weiter, wenn das Wetter nicht schlechter wird. Könnt's ja austesten eigentlich. Moment, ich teste mal kurz. Indem ich einfach mal eine Stunde schlafe. Und vielleicht... Ja, seht da mal. Na nü. Hahaha. Ja, ein Traum. Wie ist das Wetter jetzt? Ist das jetzt eigentlich nur Nebel? Ja. Okay. Ja, Nebel ist kacke. Nebel ist nämlich super kacke. Selbst jetzt für unsere Situation, weil ich habe mich beim letzten Mal schon so verlaufen. Und ich wüsste, ehrlich gesagt, jetzt nicht, ne? Und so. Nee. Müssen wir leider warten. Tut mir wirklich leid, aber so funktioniert es nicht. Wir könnten uns ein bisschen Holz machen. Holz, ein bisschen Wasser machen. Mit Holz. Was wir versuchen anzubrennen. Okay. Bin gerade ein bisschen vorsichtig. Ein Feuer. Ja, 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 ja. Wir bräuchten vielleicht ein bisschen Zedernholz, habe ich das Gefühl. Wir könnten aber uns auch aus dieser Kiste, aus dem Container Altholz machen. Dass wir wieder ein bisschen Holz haben. Zur Not. Oder für die Not. Im Notfall. Come on, little fire. Ah, jetzt wird's windig. Kacke. Gerade war noch kein Wind. Go, 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 Feuer, go. Ich weiß, wir beide verstehen uns nicht so gut. Ich weiß das. Aber ich bin doch mal nett zu dir und du wärmst mich immer und ich kann mit dir Wasser machen. Bitte, bitte, ja, ja, ja. Oh Gott, ah, ihr seht den Balken nicht, ne? Haha, ja, ich weiß. Oh, ja, sehr gut. So, 55 Minuten. Ich pack mal noch. So, und schmelze mir... mein Wässerchen. Ich mach mal gleich noch einen Liter. Weil wir haben ja bis jetzt nur wieder zwei Dosen gefunden und von daher... Na, mach gleich zwei Liter. So, sehr gut. Ja, das Wetter ist wirklich gut. Ich gehe hier wieder rein. Ich weiß, ich könnte vielleicht jetzt noch was am Lagerfeuer machen, aber dann halt auch gleich wieder... Oder wartet mal. Reicht das noch? Ich glaube nicht, ne? Ist jetzt bestimmt schon kaputt, das Feuer. Ich hätte noch so eine... Oh, ne. Vielleicht schaffe ich noch... Wenn ich da noch ein Hölzchen nachschiebe. Habe ich da gerade was gehört? Das klang gerade wie ein Wolf, der uns angreifen möchte. Hilfe? Nicht schon wieder ein Wolf. Wir haben gerade auf dem Weg zwei Wölfe erschießen müssen. Es
Schönes Wetter. Wirklich. Total toll. So, jetzt können wir aber wenigstens in Ruhe was trinken hier. Davon haben wir jetzt genug. Und noch ein Schokoriegel hinterher. So, und jetzt stehen wir hier. Ich schlafe nochmal 2 Stunden. Oh, jetzt ist schon besser. Kann ich das abbrechen eigentlich? Wohnwagen. Ich gucke mal, wie die Lage ist draußen. Ja, das sieht schon besser aus. Ich vertraue dem Wetter irgendwie gar nicht, aber muss ich jetzt. Ich muss gerade bemerken, dass ich kein Holz weiter mitgenommen habe, aber nun gut. So ist das. Es klart auf, das ist schön. Ist das vielleicht der Weg hoch? Zum... zum Übergang? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ist es der Weg, den ich letztes Mal gesucht habe? Ich gucke mal. Ich glaube, das ist der Weg. Deswegen haben wir auch den Container noch nicht begutachtet. Weil wir da ja gar nicht lang gegangen sind, warum auch immer. Wir sind ja beim letzten Mal, weiß ich nicht, das war ja super kompliziert, wie wir da gelaufen sind. 3-mal verlaufen? Da hinten ist ein Schiffchen. Ja, nachher landen ist. Ich möchte mich nur nochmal versichern. Da sind Krähen, also ist da eine Leiche. Also ich hoffe, dass das der Weg ist. Nicht, dass wir jetzt wieder zur Mine hochkommen. Darauf hätte ich keine Lust. Eher weniger. Wo kreisen die denn lang? Hier drunter? Na, da will ich nicht hin. Nach unten möchte ich nicht. Ah, ich könnte mich auch mal schneller bewegen. Jetzt kann ich es ja gerade, weil ich nicht so da überlastet bin. Wow, Anna kann rennen. Guckt mal, wie schön die rennen kann. Ich glaube tatsächlich, dass wir richtig sind. Aber ja, ja. Ich bin sonst immer unten lang gelaufen, ne? Von oben. Also mache ich das jetzt auch? Ja, wir sind richtig. Ist ja... Mensch. Das war jetzt aber ein Zufall. Oh Gott, diese Reh ist auch ein Zufall. Herrje. Na, mal gucken, wie weit wir noch schaffen in dem Part. Ich glaube, bis zum Damm wird schwierig. Aber zumindest eine Zwischenetappe können wir einlegen. Aber im nächsten Part werden wir auf jeden Fall auch den Damm schaffen. Also zum Damm kommen und dann im Damm endlich mal die 3 Tage hinter uns bringen. Eieiei. Und dann können wir uns beim Rätselsee ein wenig umschauen. Und niederlassen. Wie man das als Nomade macht. Und ich hoffe, da kommt jetzt kein Wolf. Wolf, bleibe da, wo du bist. Oh Gott, stell dich mal vor, wir hätten keine Waffe. Da wären wir schon 5-mal tot gewesen. Genau, diese Kütte hier, die Kütte. Diese Hütte, die haben wir ja auch nicht mitgenommen. Weil wir da irgendwie gar nicht lang sind. Ist das eine Mistgurke? Guck mal bitte, wo der langläuft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wollte gerade sagen, in Panik, die Maus verziehen kann ich gut. Puh, ich wollte gerade eigentlich... 2 Wölfe? Willi, 2 Wölfe? Oder, der war so nah, oh Gott.
Ich wollte gerade sagen, wir brechen uns die Arme, wenn wir nur irgendwie mal annähernd auf einer Schrägen sind und der Wolf läuft einfach hoch wie ein Eichhörnchen. Huh, oh Mann, ey. Und ich sag gerade noch, bitte keine Wölfe. Oh Gott. Ich glaube auch, wenn wir jetzt rausgehen, werden wir sofort angegriffen. Also müssen wir hier mal kurz bleiben. Und hier einfach mal den. Wir können Stoff draus machen. Nein. Wir können daraus Stoff machen. Oh Mann, na super. Klasse. Traum. Naja, dann müssen wir wohl im nächsten Part mal gucken, was wir da jetzt gegen tun. Was ist denn. Oh, Spitzpfirsiche. Ja, voll. So, naja, dann würde ich sagen, ich wünsche mir selber im nächsten Part sehr viel Spaß dabei, diese Wölfe hier zu eliminieren. Oh Gott. Wären wir doch mal den anderen Weg gelaufen. Wo ich nicht mehr wüsste, wie wir da überhaupt hinkommen. Oh Mann. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.